Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben noch ein paar Bent-Taler übrig, die werden wir heute ausgeben, weil beim letzten Mal haben wir gar nicht so viel geschafft auf dem Bent, haben wir mehr geredet, war auf jeden Fall sehr cool. Das Video ist auch unten noch verlinkt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die Vivi kommt jetzt gleich und dann gehen wir gemeinsam auf den Bent und geben diese Taler aus. Ich bin mal gespannt, ob wir mehr essen mit den Talern oder ob wir mehr fahren. Bis gleich. Die Vivi ist jetzt auch am Start hier, da. Ich sehe aus, wie ich aus, ich komme von der Arbeit. Für was willst du die ganzen Bent-Taler ausgeben? Für Essen, Früchtespieße. Habe ich mir schon beinahe gedacht. Früchtespieße, weiß ich, Backfisch, mal keine Ahnung. Backfisch ist schon geil, aber habe ich da jetzt Bock drauf? Mal schauen. No. Oh, es gibt so geile Brezeln, die sind so verdammt teuer. Immer. Die sind so geil. Ich finde ich auch übertrieben teuer. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Bent, sind kurz davor, haben ein bisschen weiter weggeparkt. Und ja, da wäre alles frei gewesen. Ja, du hast gesagt, ich soll da parken. Wir haben uns etwas zu essen geholt, Backfisch und haben gerade noch mit Markus und einen Streamparkater getroffen. Genau, mit dem werden wir uns gleich noch treffen. Genau, wir mussten erstmal was essen. Ich wurde total überrannt von Kermis Markus. Ich bin mal gespannt, ob das rauskommt, was ich da gesagt habe. War so ein bisschen perplex. Macht ihr immer gerne. Er kommt immer gerne zu den Leuten mit dem Mikrofon und direkt die GoPro und dann fragt er Sachen. Nein, er war voll süß. Ich finde das voll total süß. Hallo! Aber war cool. Grüße gehen an euch raus. Genau. Checkt die Kanäle mal aus. Auf jeden Fall unten verlinken. Unten in der Infobox verlinken von Markus. Ja, ich bin total überfordert. Ich hab Hunger. Und hier. Lieferkarton. Ich komme auch aus Aachen. Ja, ich komme. Und in Aachen. Hammer. So, wir haben fertig gegessen. Es war sehr lecker. Euer Fuhrmann kann man nur empfehlen. Ja, und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Wie lange haben wir jetzt gegessen? So, reibst du dir gerade eine fettigen Hände an meine Jacke ab? Ja. Haha, merke ich. Ich hatte einen Taschentuch dabei. Wie viel Zeit haben wir noch? Weiß ich nicht. Ich muss auf Toilette. Oh, okay, so viel Zeit muss sein. So, hier Erdbeerfrüchte-Feed, dann sind wir auch gut gesättigt. Dann können wir die ersten Sachen machen, genau, die wir letztens noch nicht geschafft haben. Du musst auch noch Flug fahren. Oh ja. Stimmt. Weil Couch ist ja kaum bei Vivi. Nein, ich trage sie nur ein. Ich muss nicht zwanghaft alles fahren. Also es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich muss das fahren, weil Couch ist Couch. Ich sage, ich trage das ein, was ich gefahren bin. Und wenn ich nicht gefahren bin, dann ist es auch nicht so schlimm. Weil, warum? Kein Bettchen. Aber erstmal essen. Essen ist das Wichtigste. Ja, wir haben Kürbis Markus da getroffen und Tiefer Kanta da getroffen. Oh, ja, und jetzt geht's in den Pferdegrund. Stabilisierung. Oh, da sind die Automatisch. Ja. Automatisch. Automatisch. Ja. Automatisch. Ja. Das Coole ist, an der Kamera ist der Zoom. Lass uns nicht über Kameras reden. Wir gehen jetzt über Kameras. Mach mal Werbung. Das ist für eine Kamera nicht mehr was. Ich gehe einfach. Ah, die steht bestimmt bei euch im Amazon. Oh, ja, genau. Ich guck mal eure Videos hier, ne? Ja. Ich nehme mal draufklicken, verdienen wir auch ein bisschen. Genau. Wir gehen jetzt zum Panikwurm und mal gespannt. Ich war das noch nie. Nee, ich auch. Ich bin gespannt, ob das besser ist als Moviepark, die Thematisierung drin. Oh ja, das wird bestimmt. Ja, das kann der Moviepark zumindest. Ja, eins, wenn der Moviepark kann. Woo! So, Panikwurm können wir derzeit noch nicht machen. Ich glaube, Markus hat irgendwas behandelt, dass wir ab 8 Uhr da rein dürfen und dann dürfen wir drin auch filmen. Also schon mal ziemlich cool, aber jetzt derzeit klappt das noch nicht. Genau, wir müssen mal über das Laufen reden, weil es zu laut ist. Genau, währenddessen machen wir jetzt Spuk, da einen Count hat die Bibi noch nicht. Wenn wir alle Count. Und sie da generell mal rein möchte. Und ja, ich bin mal gespannt, wie du es findest. Ja, ich bin auch mal viel begeistert. Ich bin auch schon voll auf den Geisterbahn drin gewesen. Ja, okay. Ich bin schon gefahren, ich hoffe, dass du nicht von vorne sitzt. Und? Ja, war ganz nett, oder? Ja, war nicht schlecht. Ich war einer der guten Geisterbahnen. Das war ja voll unmöglich mit der Kettensäge. Das hätte ganz spannend gewesen. Ja, das war keine echte Kettensäge. Der Sound kommt vom Band und so. Aber ist ganz nett, aber was haben wir, 4,50 Euro, voll stolz auf euch. 9 Euro haben wir beide bezahlt, nicht gerade preiswert. Wir gehen jetzt auf das Laufhaus hier. Heroes City heißt es. Wir denken, was wir schon gemacht haben, aber haben wir nicht geschafft. Oder nicht dran gedacht. Wir haben keine Zeit mehr gehabt, weil wir zu gelabert haben. Jetzt werden wir auf jeden Fall einen Angriff nehmen und ja, wir gehen dann mal dahin. Musik.
Laufhaus. Das ist der cool, gell? Cool, ja, voll groß, voll Hammer. Man hat auf jeden Fall gute Aussicht auf den ganzen Durchavent von hier oben. Ja. Schaut euch mal hier die Aussicht an. Das ist wirklich der Hammer. Die Achterbahn ist nicht gesagt, irgendwas. Ja. Ja, war cool, oder? Ja, war cool, war riesig, aber am besten war letztendlich die Rutsche von da oben. Ja, aber die war mega voll schnell. Drehwurm. Ja, aber ich wollte nicht drauf, was müssen wir machen? Und auch voll nett, dass der Mitarbeiter meinte gerade sonst auch, ja, geht doch mal hoch, ihr müsst die Rutsche machen. Ja, voll cool. Lohnt sich auf jeden Fall, eins der besseren Laufs, und war auch voll. Wir gehen jetzt auf dieses Magic drauf. Genau, man hört nicht, es ist mir ein bisschen beschissen, aber dann können wir es mit dem Ton. Aber dann gehen wir jetzt drauf, kriegen wir gerade die Chips und juhu!
Schausteller, dass wir mitmachen wollen. Und auch wenn dann Marco gucken, weil wir mitgenommen haben. Also, wie finden wir die Mails? Eine mobile Mail ist das schon echt klasse. Also, genau, ich muss sagen, ich habe davon nicht so viel erwartet, weil ich dachte so, ja. Aber da ist Theming drin, was ich auch nicht gedacht hätte. Die Erschrecker sind echt cool drauf, also die geben wirklich Vollgas. Es ist sehr laut da drin, muss man auch sagen. Ich habe mich wirklich auch erschreckt. Also es ist schon, ich finde es cool. Also ich finde mobile Maze echt super. Panic Room gefällt mir echt gut. Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Kommt dann auch nicht an Moviepark, fällt es ganz gut. Aber das ist auch nicht machbar. Moviepark hat so viel Deko-Zeugs überall und das geht, also kann man gar nicht mitnehmen. Deswegen finde ich, haben die eigentlich so schon gemacht. Macht auf jeden Fall Spaß und ja. Wenn ihr den seht, kommt rein, aber kommt erst abends um 8 rein. Vorher sind wohl nicht so viele unterwegs da drin. Genau, also am besten was abends später. Lohnt sich ein bisschen mehr. Es sei denn, ihr seid so schreckhaft, aber ihr habt trotzdem Bock drauf, da natürlich tagsüber. Aber ich glaube, abends ist es echt noch mit am gruseligsten. Okay, tschüss. Und wir fahren jetzt nach Hause. Tschüss. So ganz gegen konnten wir dann doch nicht, wie mussten sich noch was zu essen holen. Ja, diese Baumstreets, die habe ich in Recklinghausen gegessen, die sind so geil, jetzt gibt es die ja auf eurer Band auch noch. Und ich sage, tja, scheiße, ne, wieder ein Laster mehr auf der Band. Jetzt sind schon Früchtespieße, dann ist Backfisch, und jetzt eine Baumstreetze, ist der Hammer. Aber wir sind eigentlich auch nur zum Essen hergekommen und ein bisschen Spaß zu haben. Ja. Das hatten wir auf jeden Fall. Wir finden, dass der Öcherband sich dieses Jahr echt gut gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Wir sind echt gute Attraktionen drauf. Nicht so wie letztes Jahr. Ich glaube, die haben auch noch ein bisschen neu organisiert hier die ganze Sache. Ja. Und ziemlich cool. Ja. Das soll es gewesen sein von dem Vlog, weil es ja auch so laut ist. Und die anderen beiden sind natürlich auch nochmal verlinkt, aber ihr kennt die mit Sicherheit schon. Aber trotzdem setzt euch hier nochmal hier unten rein. Kommt bei denen mal vorbei. Und genau, transparenzmäßig, na logisch, ich habe mir gerade für die Maze nichts bezahlt, nur dass ihr Bescheid wisst. Wir wurden eingeladen oder Markus hat es organisiert, dass wir da einfach ehrlich zu euch sind und dass ihr Bescheid wisst, dass wir für die Attraktion nichts bezahlt haben. Für alle anderen Attraktionen haben wir dann logisch selber hier unser Geld bezahlt auf den Kürbis. Genau. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.